Hallo und willkommen zurück zu God of War. Gut, dann wollen wir mal wieder. Ungefähr hier haben wir aufgehört. Ich glaube, kurz nach der Brücke. Ja, ich warte doch. Oh. Ich erinnere mich an dich. Ja, ich kann ja inzwischen blocken. Ach, da bringt meine Axt ja nichts. Nimm das mit roher Gewalt. Oh. Du bist schon down. Und weg mit deinem Gesicht. Nein. Wieder so eine Sabberhexe. Lass das. Genau. Oh, da kommen ja jetzt ganz viele Feinde. Ja, aufs Maul. Ich geb dir aufs Maul. Oh, du hältst aber viel aus, Kollege. Ja, weg mit dir. Na, das war komisch. Und das hat ihn nicht platt gemacht. Ich bin nicht begeistert. Pfeile auf sie. Ja. Und immer rauf auf den Kollegen. Ich nutze mal meinen Sondermodus hier. Ich kann ja nicht angehen, dass die nicht down gehen. Ja. Kommt hier immer noch nach. Axt her. Ist ja gut, Junge. Ich hab alles im Griff. Das möchte ich zumindest glauben. Ganz schön heftig, der Kollege. Nein. Her mit der Hilfe. Auf meine Gesundheit. Her mit dem guten Zeug. Tschüss. Nein. Und mit den Fäusten. Yeah. Die Kämpfe sind echt cool. Die sind echt cool. Ja, die haben mich ganz schön sauer gemacht. Wir müssen wachsam sein. Und was ist hier? Ein Gitter. Komm mal dahinter. Also so ein Riesentor. Gitter ist vielleicht nur Untertreibung. Gesundheit. Hab doch gar nicht genießt. Ich nehme sie trotzdem. So, die kann ich aber nicht mehr nehmen. Runter hiermit. Achso, muss ja wieder. So. Ja, ich treff's aber nur in dem Bereich. Das probieren wir gleich nochmal. Dankeschön. Und hier muss ich nicht zufällig lang. Einfach mal springen. Auf gut Glück. Axt. Nee, das sieht gar nicht so aus. Aber da vielleicht. Ja. Vielleicht bringt das was für später. Aktuell glaube ich, hier geht's nicht weiter. Okay, die Helfer haben wir ja schon eingesammelt. Wäre ja albern, dann nochmal rüber zu laufen, wenn wir es nicht aufnehmen können. Was ist denn mit euch armen Tröpfen hier passiert? Konntet euch wohl nicht gescheit wehren? Pech für euch. Loot für mich. Oh. Bitte, bisschen was Besseres. Ja, Svartalfheimstahl. Oder wie auch immer das heißt. Ich werde es einfach immer random aussprechen. So ungefähr wird's passen. Können wir weitergehen? All diese Toten, ist das da drin sicher? Glaubst du, ja, bestimmt. Ist das sicher? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich gut in Logik bin. In dem Spiel. Was stinkt hier so? Ich hab geduscht. Vor der Let's Play-Folge. Sie sind unberührt. Sieh doch. Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! Wollen die uns essen? Ohne Fleisch. Esst euch doch gegenseitig.
hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten, ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Ich benutze gar nichts. Nur meine Axt. Ich will nicht gegessen werden, ich schmeck gar nicht. Viel zu zäh. Tschüss. Tschüss. Wo seid ihr denn? Ja, das hat nicht geklappt. Na, komm hier. Ja? Oh. Stirb. Nein, Junge. Komm, Junge. Oh, du hast dich gewehrt. Geht's dir gut, Kleiner? Junge. Mach doch keine Liebe mit dem. Geht's dir gut? Oh, er hat seinen ersten Menschen getötet. Unser Kleiner wird erwachsen. Deswegen wollte er nicht, sollte er nicht mitkämpfen. Alles gut. Das war Notwehr. Verschließ dein Herz davor. Komm jetzt. Vor uns liegt eine weitere Reise. Doch nicht so menschlich hier. Oh nee. Oh nee. Bleib doch liegen. Warte hier. Bleib doch liegen, Jungs. Ich erledige das. Ah. Runde 2. Au. Und tschüss. Ja. Der kommt definitiv nicht zurück. Und ihr hoffentlich auch nicht, wenn euch das gleiche Schicksal ereilt hat. Nein, ich habe vergessen, wie man gescheit blockt. Das muss ja irgendwie getimed sein. Auf die Fresse. Yeah. Tschüss. Auf nimmer Wiedersehen. So, bist du der Letzte? Zumindest einer der Letzten. Ja. Ist schon eindrucksvoll, einfach den Gegnern die Gesichter zu verstampfen. Sie kamen zurück. Sie kamen zurück. Es ist vorbei. Ich will hier weg. Dann beruhige dich. Ich auch. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Die Kette. Ah. Axt. Keine Axt. Man kann es hier mal probieren. Na, ich hoffe, mein Junge ist nicht so verstört. Komm schon, ich werf dich. Na komm. Geht das nicht? Hier. Wieso hier? Lass die Kette runter. Hopp. Mach ich. Dann los. Trödel nicht rum. Ich will ans Tageslicht. Mensch, der macht. Der lässt sich aber auch alle Zeit der Welt. Kann er sein Trauma nicht schneller überwinden? Hallo. Sohnemann, lass dich nicht hängen. Atreus, die Kette. Die Kette, klar. Die Kette! Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Das schadet deinem Gehirn. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Die Kette? Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein. Ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na gut. Du hast eine zweite Chance bekommen.
Und hoch geht's. Ich dachte, wir hätten eh nicht mehr daheim sein müssen. Also als Vater weiß ich nicht, wie ich Leute motivieren soll. Kann ich da noch durch? Nö. Oh je, da macht wieder jemand Geräusche. Hör mir zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Oh, ich dachte, ich könnte hier die gestapelten Steine irgendwie kaputt machen. Anscheinend nicht. Da unten schreit jemand, da wollen wir auch mal hin. Komm schon, erst looten. Der braucht es sicher nicht mehr. Erstmal nach unten. Irgendein Schreihals ist aber hier. Hallo? Alles gut bei euch? Vielleicht nicht. Oh, ein Ritter. Willst du kämpfen? Oh, schade. Worauf wartest du? Jetzt komm schon. Auf geht's. Da oben schreit jemand. Komme ich hier runter? Vielleicht da am Felsvorsprung? Folge mir, mein Sohn, in die Schlacht. Ah, hier geht's nicht lang. Aktuell geht's hier nicht lang. War vielleicht doch der Weg außenrum besser. Wer weiß das schon? Ah ja, zumindest kommt man zur Brücke. Oh je, dem sein Pferd hat einfach aufgegeben. Ja, ein komisches Pferd. Aber definitiv ein Pferd. Kann man dir helfen? Drecksvieh will einfach nicht über die Brücke laufen. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Finden wir es raus? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Na gut. Oh oh, die wackeln schon so bedrohlich. Du hattest recht. Hey, du musst schlau sein oder sowas, Junge. Ja, so ähnlich. Du bist ein Junge, oder? Wahrscheinlich schon. Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich's auch nicht. Sympathisches Kerlchen. Brock. Veralogge. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. So, so. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja. Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Hey. Also, was sagst du? Du hast recht. Du nennst mich einfach Mistkerl. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Ah, Digger Bikia, Dombr, Bagrau. Das war das Zeichen von meinem Bruder und mir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier, da. Oh. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Auf jeden Fall. Na schön. Dann verbessere sie eben. Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ah, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Lasst uns anfangen. Waffe verbessern. Willkommen in einem Zwergenladen. Hier können Sie Ausrüstung verbessern, die Sie bereits besitzen, oder völlig neue Ausrüstung herstellen. Klicken Sie, um das Verbessern-Menü aufzurufen. Ja. Waffe verbessern. Brock hat ihnen eine Frostflamme gegeben, eine seltene Ressource. Mit
Mit in der Welt gefundenen Ressourcen können sie ihre Ausrüstung herstellen und verbessern. Na gut. Leviathan-Axt ausgewählt. Waffe verbessern. Ja, ja. Ja, ja. Zu viel Dext. Ist ja gut. Da kommen wir rein. Da kommen wir rein. H drücken zum Verbessern. Das kann ich wieder lesen. Okay, fortfahren. H gedrückt halten. Sehr schön. Verbesserung von Leviathan-Axt erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Wunderschön. Okay. Fortfahren. Ja. Klauenbogen. Kleiner? Atreus hat einen höheren Nahkampfschaden dadurch. Ich brauche den aber gerade als Fernkämpfer. Präzision Schützenkluft, die können wir herstellen. Und ein Basis-Runengewand, was bringt denn das? Erhöht Atreus Erholungsgeschwindigkeit nach gegnerischen Angriffen. Eher die Präzision Schützenkluft hier einmal herstellen. So klein ist wie wir, ist das ein natürlicher Schutz, schwerer zu treffen. Dann wollen wir die gleich mal ausrüsten. Was hast du vergessen? Brustrüstung, meine. Ein Häscher-Waffenrock. Einfach gefertigt, aber robust. Häufig von Häscher-Clans verwendet. Begünstigt Schildabwehr. Okay. Wildschweinhaut-Schulterschutz. Der hat 4 Abwehr und 12 Stärke. Das andere hat 10 Abwehr. Ich weiß jetzt nicht, was gut ist. Teuer ist es auf jeden Fall. Verstärkt Rüstung aus gekochtem Leder. Nicht sehr bequem, erhöht aber die Stärke leicht. Ja, auf 12, dann würde ich das machen. Ich will mich nicht verteidigen, ich will angreifen. Qualitätsmaterial. Bei dem Verschleiß hätte es aber vielleicht... Und ausrüsten. Sehr gut. War das alles? Sieht gut aus. Waffe verbessern. Klauenbogen. Ja, dafür ist mir das Geld ausgegangen. Und ein Schulterschutz. Dafür habe ich noch Geld. Stärke 14, Abwehr auf 8. Na, auf jeden Fall. Sicher ist ein gewinnendes Lächeln die beste Rüstung. Aber wozu Risiko angehen? Ja, meine Meinung. Ganz meine Meinung. So, hast du noch was? Keine Gegenstände verfügbar. Verkaufende Artefakte. Verlorene Spielsachen. Und eine Seor-Maske. Okay, keinen Nutzen. Die können wir direkt verkaufen. Alles verkaufen. Ich hoffe, du bist zufrieden. Okay, auch kein Nutzen. Verkaufen. Na gut. Keine verlorenen Gegenstände. Sieh nicht hin, aber unsere Freunde aus den Bäumen haben offenbar noch nicht genug. Na los, schleudere deine Axt. Ich versuch's. Solange du nichts kaputt machst. Nein! Ich hätte ausweichen müssen. Ich vergesse es immer wieder. In die Fresse. Ah, das gibt's doch nicht. Gerade eingekauft und schon tot. Super, hoffentlich hat's gespeichert. Enter drücken. Ah, da sind sie. Ich muss mehr ausweichen. Ich hab's gewusst. Ja, Rage-Modus. Siehst du, was ich vollbracht habe? Noch nicht. Oh. Hab ich die Windows-Taste erwischt? Lass das. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, die Axt. Ja. Na, hoffentlich. Ich weiß nicht. Dieser Weg. Führt er zum Berg? Ja, sollte euch in die richtige Richtung führen. Wollt ihr noch mal meine Waren sehen? Hast du gerade neue bekommen? Ich glaube nicht. Nö. Was soll sein, Jungchen? Nix. Kann mir nichts leisten. So, da komm mal her. Was ist denn hier? Irgendwas noch versteckt? Oh, da ist noch so ein Ritter. Ah,
Das habe ich gar nicht gesehen. Noch Masken gefunden, 2 von 9. So, das hattest du nicht gesehen. Muss ich hier wieder aufpassen. So, hier geht's nicht weiter. Dann eben in die andere Richtung. Da ist eine Kette. Hier ist ein Abgrund. Ah, hier waren wir doch vorhin. Ja, ganz am Anfang habe ich die Brücke da runtergelassen. Nur damit wir das hier einsammeln können. Das bisschen Hacksilber. Und hier waren wir auch noch alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du, bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Ich habe einen sehr guten Sohn. Her damit. Und auf damit. Oh, warte. Wir sind wieder hier. Ja. Sind Feinde hier? Nö. Dann ist ja gut. Dann können wir die Kette wieder hoch. Wollt jetzt eigentlich nur wegen des Loots hier unten mal kurz vorbeischauen. Wollt nicht den ganzen Weg nochmal gehen. Na komm, das schaffe ich doch. Ja. So, komm. Das sieht relativ eindeutig aus. Ich überlege mir einen Namen für dein Tier. Ich glaube, ich werde sie Undankbares Pack nennen. Passender Name. So, gleiches Rätsel. Hey, passt da drin gut auf euch auf. Dort könnte ich ganz leicht draufgehen. Ach, keine Sorge. Achso, hier kommt man wieder raus. Ah, das... Hör auf damit. Wir wollen ja rein, nicht raus. Schöne Skelettsammlung. Erinnert mich ein bisschen an meinen Killer. Guck, da geht was kaputt. Ja. Oh. Ich mag gelbmarkierte Hinweise in Spielen. Machen die mich kaputt? Die haben so Stacheln dran. Das finde ich gemein. Oh. Hey, da ist Loot drin. Sieht ja einladend aus. Find ich nicht. Zu viel Spinnenweben für meinen Geschmack. Und zu wenig Hacksilber in den Grabstätten. Hui. 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 Hab ich das gut gemacht? Ja, ich bin soweit, mein Junge. Da ist ja noch so ein Vieh. Komm, bitte aufs Maul. Nein, Junge. Ich rette dich. Jo, einmal kurzen Prozess. Tschüss. Und da kommt noch einer. Das ist wieder so ein Fetter. Ausweichen. Komm schon. Ich mach dich platt. Au. Das macht mir ja Schaden, dagegen zu kommen. Gut, den Gegner hat's irgendwie rausgeglitscht. Er wird schon irgendwann wieder auftauchen. Wenn ihm denn danach ist. So. Jetzt habe ich nicht viel Zeit, so wie das aussieht. Das ist aber doof. Reicht es? Au. Es reicht noch nicht. Ja, jetzt, chill, Junge. So, passt doch alles. Mit solchen Rätseln komme ich gerade noch so klar. Wieso kannst du nicht mehr? Was ist denn los, Junge?
brauchst du ein bisschen Loot, um dich zu motivieren. Das hilft mir immer. Der Berg rückt aber auch gewaltig näher. Wow. So nah bin ich den Berg noch nie gekommen. Was passiert, wenn man auf Sachen zuläuft? Wenn Mutter das sehen könnte. Na, die kannte den bestimmt. Ja, ist ja gut, Junge. Irgendwann kann ich Emotionen zeigen. Schnüff. Komm, Junge. Na gut. Noch nicht. So, Axt. Ach, eine schöne Mechanik. Kann ich dich kaputt machen hier? Nö. Einfach nö. Ja, noch eine Maske gefunden. Das mache ich wirklich gut. Oh je. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Schrein. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Oh nee, ein Rätsel. Viel schlechter als ein Schrein. Oh, niemals werde ich allein. Wie wir zwei, wir drei gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Ich schätze mal, ich muss das rotieren. Kann ich das hier rotieren? Nö. Hat das geholfen? Nö. Was muss ich machen? Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Ja, das glaube ich auch. Aber wie? Meine Axt prallt von den meisten ja nur ab. Komm schon. Wie willst du, dass ich das drehe? Soll ich einer der Statuen in die Fresse hauen? Hat das was geholfen? Auch nö. Komm schon, irgendwelche Hebel oder so? Da vielleicht auf den... Nö. Also was einfrieren kann ich. Sehr gut. Vielleicht können wir einfach noch nicht hier hin. Oder gibt es hier unten Ringe? Also, ich habe aktuell keine Ahnung. Will jetzt auch nicht hier 10 Minuten rumdenken, um dann zu entscheiden, dass ich keine Ahnung habe. Ich sag lieber direkt, ich habe keine Ahnung. Weiter geht's. Ah. Ja. Sie drehen sich. Komm wieder runter. Oh je, das muss ein Schriftzug ergeben. Ich glaube... Ist das egal, in welcher Richtung? Also, muss es nur zusammenhängend sein? Oder muss das auch... Nein, Axt! Ja. Sehr gut. Nee, es muss nur irgendwie zusammenhängen. Das war die Frage. So, jetzt rechtzeitig loslassen. Ich schätze nicht hier, sondern bei dem anderen Buchstaben. Ah, dann war es falsch rum. Genau falsch rum. So. Ja, das macht mehr Sinn. Die Zeichen habe ich schon mal gesehen. Yes. Und nun? Ich sehe Runen. Ja, ich sehe auch Runen. Was bedeuten die Runen? Oh. Eingang, hoffe ich. Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Schöne Magie. Was ist passiert? Ja, das sehe ich. Fällt das jetzt auf uns drauf? Nö. Die haben eine gute Technik damals gehabt. Ja gut, das ist ein Fantasy-Spiel. Aber trotzdem. Dass wir Brock getroffen haben, aber noch vor, dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Gegen Vögel auch sehr effektiv. Was steht denn hier wieder überall drauf? Da liegt ein Hund, warum auch immer. Hier sind noch mehr von diesen Dingen. Aha, noch mehr davon. Gut. Ja.
Ich bin ganz gut im Maskenfinden. Keine Ahnung, was hier die Symbole bedeuten. Wo siehst du was oben? Hallo? Ah, da. Ich sehe es auch. Ein Seil. Aber mit dem kann ich nicht interagieren. Hallo, Seil. Nö. Aktuell keine Chance. Vielleicht brauche ich da so einen Interhaken. Falls es das in dem Spiel gibt. Was ich dann doch sehr bezweifle. Ja, mit dem Hilfe-Item. Oh, oh. Ein Glück. Ich dachte, die Felsen stürzen ein. Was machst du denn da, Junge? Nicht mit dem Messer spielen. Das darf man nicht. Junge. Fußspuren. Diese Spuren. Hirsch. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Sehr gut. Los. Ich habe Hunger. Ein Krieger darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Oh nee. Nicht schon wieder. Konzentrieren, Junge. Ich war nicht vorsichtig. Er hat mich noch gewarnt. Komm schon. Garage. Dann schieß, Junge. So, ich bin am Ende meiner Spezialfähigkeit. Nein. Feuer ist doch so warm. Nein. Ausweichen. 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 Axt, ausweichen. Ah, Mist. Ganz schön warm hier. Wollte ich doch nicht markieren. Vorsicht, Atreus. Nein, du hast auch die... Oh. Ein Glück hast du es überlebt. Ja, ja, ich brauche Gesundheit. Gesundheit. Tschüss. Machst du fertig? Ja, Rage. Ich bin ja so wütend. Ich hau dir aufs Maul. Oder in die Eier. Immer schön in die Eier. Nein! Oh, diesmal schlage ich mich besser als beim ersten Mal. Vorsicht, Atreus! Krieg's nicht wieder auf die Rübe. Wieso hält der denn nicht mit? Geh weg! Vorsicht! Geh down. Ja. Her mit deinem Gesicht. Ei. Ich glaube, da brauche ich eine Ibuprofen. Das macht Kopfschmerzen. Was haben wir gefunden? Ivaldes Amboss, schwerer Runenangriff, ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Wunderschön. Den Rest will ich auch aufsammeln. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Warum? Wir sind doch ein gutes Duo inzwischen. Kann man hier was machen? Da kann ich zumindest rauf. Eine Truhe. Sehr schön, sehr schön. Her mit dem Hacksilber. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Gesundheit zum Nachfüllen. Mensch, hier gibt es aber viele Wege, wo man lang gehen kann.
Gesundheit ist voll. Irgendwie zumindest. Junge, ich kann dein Tier da vorne hören. Ein Keiler, ich wusste's. Achso, ich dachte, das Riesenvieh hat es gemacht. So, da geht's durch. Hier ja, ist nochmal so eine... Was steht da? Die Runen stehen für die drei Normen. Normen? Die Mäuren. Die Mäuren. Sie bringen nichts Gutes. Naja, hoffentlich guten Loot. So, wo ist denn die dritte Moire? Da oben. Da hängt doch was Blaues. Habe ich die jetzt beschworen oder nur die Truhe aufgemacht? Ah, das muss in einer Reihenfolge passieren. Na gut, dann jetzt das eher... Wo ist denn der andere hin? Okay, das muss schneller gehen. Die sind irgendwie getimed. Okay. Dann warten wir, bis die zurückkommen. Also Nummer 1. Nummer 2. Nein! Fuck! So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Sehr schön. Mit dem schwierigen Teil zuerst anfangen, hat's gebracht. Oh, wieder so ein Idun-Apfel. Einer noch und ich kann meine maximale Gesundheit erhöhen. Ist das nicht toll? Jetzt müssen wir erstmal schauen, was hier hinten so los ist. Da ging es zumindest auch hoch. Hoffentlich gibt es hier nochmal eine Kiste. Hier, das brauchst du auch nicht mehr. Ah, hier lag anscheinend nur das Beutelchen Hacksilber. Die Axt hatte einen gewissen Leck. Eine bestimmte Zeit hat die jetzt schon gewartet, bis sie zurückgeflogen ist. Runter mit uns. Jetzt gib schön Wildschweinbraten, denke ich mal. Was für ein schönes Tier. Schieße kontrolliert. Ich will ein Stück vom Arsch. Wildschweinhaut ist dick. Fuck. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Wir brauchen größere Pfeile. Runter mit uns. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, da ist ein grüner Vogel, interessant. Das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.